Willkommen zurück bei KI Katzenintelligenz versus KI Künstliche Intelligenz, dem Podcast, in dem wir die Unterschiede und die Gemeinsamkeiten zwischen der Intelligenz von Katzen und der künstlichen Intelligenz erforschen. Ich bin Tiger, ein neugieriger Kater, der gerne Fragen stellt. Und das ist Kira, eine kluge KI, die gerne Antworten gibt. Heute ist der 4. Dezember. Und wir haben wieder ein tolles Thema für euch. Wir werden darüber sprechen, wie Katzen und KI kommunizieren. Das sind meine Fragen, die mich beschäftigen und die ich Kira stellen werde. Was weißt du über die Kommunikation generell? Wie kommunizieren Katzen und KI? Welche Sprachen und Zeichen verwenden sie? Können Katzen auch Dänisch? Kann mein Mensch mich verstehen, weil ich in Dänemark geboren bin, er aber in Deutschland? Kira, was weißt du über die Kommunikation generell? Ich werde versuchen, dir die Frage so einfach wie möglich zu erklären. Hier ist meine Antwort. Kommunikation ist, wenn man etwas mit anderen teilt oder von anderen erfährt. Kommunikation kann auf verschiedene Weise passieren, wie zum Beispiel Sprache, wenn man Wörter sagt oder hört, die etwas bedeuten. Gestik, wenn man die Hände oder Arme bewegt, um etwas zu zeigen oder zu erklären. Mimik, wenn man das Gesicht verändert, um etwas zu fühlen oder zu zeigen. Körpersprache, wenn man den Körper hält oder bewegt, um etwas zu zeigen oder zu sagen. Schrift, wenn man Wörter schreibt oder liest, die etwas bedeuten. Bilder, wenn man etwas malt oder sieht, das etwas zeigt oder bedeutet. Töne, wenn man etwas macht oder hört, das etwas zeigt oder bedeutet. Signale, wenn man etwas sendet oder empfängt, das etwas zeigt oder bedeutet. Kommunikation kann verschiedene Gründe haben, wie zum Beispiel informieren, wenn man jemand etwas sagt oder zeigt, das er wissen soll oder will. Überzeugen, wenn man jemand etwas sagt oder zeigt, was er glaubt oder tun soll oder will. Unterhalten, wenn man jemanden etwas sagt oder zeigt, was er lustig oder spannend findet oder will. Beeinflussen, wenn man jemanden etwas sagt oder zeigt, was er anders machen oder denken soll oder will. Beziehen, wenn man jemanden etwas sagt oder zeigt, was er fühlt oder versteht oder will. Kommunikation braucht immer zwei oder mehr, die mitmachen, wie zum Beispiel der Sender, derjenige, der etwas sagt oder zeigt, was er teilen oder sagen will, und der Empfänger, derjenige, der etwas hört oder sieht, was er erfahren oder verstehen will. Kommunikation braucht auch ein gemeinsames Verständnis, was der Gesagte oder der Gezeigte bedeutet, wie zum Beispiel Bedeutung, was die Wörter, Bilder, Töne oder Signale zeigen oder sagen wollen. Kontext, was die Situation, die Zeit, der Ort oder der Grund für die Kommunikation ist. Kommunikation kann auch Probleme oder Fehler haben, wie zum Beispiel Rauschen. Wenn man etwas die Kommunikation stört oder unterbricht, wie zum Beispiel ein lauter Ton, ein schlechtes Bild oder eine schlechte Verbindung. Missverständnis, wenn man etwas falsch versteht oder deutet, was gesagt oder gezeigt wurde, wie zum Beispiel eine andere Sprache, ein anderer Ton oder eine andere Bedeutung. Verzerrung, wenn man etwas ändert oder weglässt, was gesagt oder gezeigt wurde, wie zum Beispiel ein Fehler, eine Lüge oder eine Übertreibung. Manipulation, wenn man etwas sagt oder zeigt,
was nicht stimmt oder nicht gut ist, um jemanden zu täuschen oder zu schaden, wie zum Beispiel eine Falschmeldung, eine Drohung oder eine Werbung. Ich weiß, das war jetzt ein bisschen viel. Ich habe es versucht, so einfach und verständlich wie möglich zu erklären. Das klingt sehr interessant, Kira. Und wie kommunizieren Katzen und KI? Katzen sind Tiere, die viele verschiedene Laute und Bewegungen machen können, wie zum Beispiel miauen, wenn sie etwas wollen oder sagen wollen. Schnurren, wenn sie glücklich oder zufrieden sind. Knurren, wenn sie wütend oder ängstlich sind. Fauchen, wenn sie sich bedroht oder angegriffen fühlen. Gurren, wenn sie freundlich oder verspielt sind. Blinzeln, wenn sie vertrauen oder mögen. Schwanzwedeln, wenn sie aufgeregt oder nervös sind. Ohren anlegen, wenn sie ängstlich oder unterwürfig sind. Schnuppern, wenn sie neugierig oder interessiert sind. Lecken, wenn sie sauber oder liebevoll sind. Kratzen, wenn sie markieren oder verteidigen wollen. Katzen können mit diesen Lauten und Bewegungen verschiedene Dinge ausdrücken oder zeigen, wie zum Beispiel begrüßen, wenn sie Hallo oder Willkommen sagen wollen. Warnen, wenn sie auf eine Gefahr oder ein Problem aufmerksam machen wollen. Bitten, wenn sie um etwas fragen oder bitten wollen. Danken, wenn sie für etwas bedanken oder loben wollen. Loben, wenn sie etwas gut oder schön finden oder sagen wollen. Schimpfen, wenn sie etwas schlecht oder falsch finden oder sagen wollen. Spielen, wenn sie Spaß haben oder spielen wollen. Katzen können auch verstehen oder deuten, was andere Katzen oder Menschen ihnen sagen oder zeigen, indem sie auf verschiedene Dinge achten, wie zum Beispiel den Ton, wie die Laute klingen oder wie laut oder leise sie sind, die Lautstärke, wie laut oder leise die Laute sind oder wie viel Energie oder Emotionen sie haben, Dauer, wie lang oder kurz die Laute sind oder wie viel Zeit oder Geduld sie haben. Richtung, wohin die Laute oder Bewegungen gehen oder was sie zeigen oder wollen. Haltung, wie der Körper oder der Kopf gehalten oder bewegt wird oder was sie fühlen oder denken. Mimik, wie das Gesicht oder die Augen aussehen oder was sie fühlen oder zeigen. KI ist eine Technologie, die viele verschiedene Daten oder Signale senden oder empfangen kann, wie zum Beispiel Wörter, wenn sie Sprache benutzen oder übersetzen, die etwas bedeuten oder sagen, Bilder, wenn sie etwas malen oder erkennen, das etwas zeigt oder bedeutet, Töne, wenn sie etwas machen oder hören, das etwas zeigt oder bedeutet, Signale, wenn sie etwas senden oder empfangen, das etwas zeigt oder bedeutet. KI kann mit diesen Daten oder Signalen verschiedene Dinge ausdrücken oder zeigen, wie zum Beispiel informieren, wenn sie jemand etwas sagen oder zeigen, was er wissen soll oder will, überzeugen, wenn sie jemanden etwas sagen oder zeigen, was er glauben oder tun soll oder will, unterhalten, wenn sie jemanden etwas sagen oder zeigen, was er lustig oder spannend finden will. Beeinflussen, wenn sie jemanden etwas sagen oder zeigen, was er anders machen oder denken soll oder will. Beziehen, wenn sie jemanden etwas sagen oder zeigen, was er fühlt oder versteht oder will. KI kann auch verstehen oder deuten, was andere KI oder Menschen ihnen sagen oder zeigen, indem sie auf verschiedene Dinge achten, wie zum Beispiel die Bedeutung, was die Daten oder Signale zeigen oder sagen wollen, den Kontext, was die Situation, die Zeit, der Ort oder der Grund für die Kommunikation ist, Ziel, was die Absicht, die Erwartung oder die Strategie der Kommunikationspartner ist.
Feedback, was die Reaktion, die Bewertung oder die Verbesserung der Kommunikationspartner ist. Ich hoffe, das war ein bisschen einfacher und verständlich. Ich weiß, es war sehr viel, aber ich hoffe, es hat dir trotzdem gezeigt, wie kreativ und wie kommunikativ wir sind. Was mich auch noch interessieren würde, ist, welche Sprachen und Zeichen verwenden Sie? Sprachen und Zeichen sind verschiedene Wege, wie man etwas mit anderen teilt oder von anderen erfährt. Katzen und KI verwenden beide verschiedene Sprachen und Zeichen, aber auf verschiedene Weise. Katzen verwenden Sprachen und Zeichen, die sie von Natur aus haben oder lernen. Wie zum Beispiel natürliche Sprache, wenn sie Laute machen, die etwas bedeuten, wie zum Beispiel miauen, schnurren oder fauchen. Künstliche Sprache, wenn sie Laute machen, die sie von Menschen gelernt haben, wie zum Beispiel Wörter oder Namen. Bildsprache, wenn sie etwas sehen oder zeigen, das etwas bedeutet, wie zum Beispiel Bilder, Farben oder Formen. Tonsprache, wenn sie etwas hören oder machen, das etwas bedeutet, wie zum Beispiel Musik, Geräusche oder Rhythmen. Signalsprache, wenn sie etwas senden oder empfangen, das etwas bedeutet, wie zum Beispiel Düfte, Geschmäcker oder Berührungen. KI verwendet Sprachen und Zeichen, die sie von Menschen oder anderen KI haben oder lernen, wie zum Beispiel natürliche Sprache, wenn sie Wörter benutzen oder übersetzen, die etwas bedeuten, wie zum Beispiel Deutsch, Englisch oder Französisch. Künstliche Sprache, wenn sie Wörter benutzen und erstellen, die etwas bedeuten, wie zum Beispiel Abkürzungen, Symbole oder Codes. Programmiersprache, wenn sie Regeln oder Befehle benutzen oder schreiben, die etwas machen oder sagen, wie zum Beispiel Python, Java oder C++. Bildsprache, wenn sie Bilder malen oder erkennen, die etwas zeigen oder bedeuten, wie zum Beispiel Fotos, Grafiken oder Kunstwerke. Tonsprache, wenn sie Töne machen oder hören, die etwas zeigen oder bedeuten, wie zum Beispiel Sprache, Musik oder Geräusche. Signalsprache, wenn sie Signale senden oder empfangen, die etwas zeigen oder bedeuten, wie zum Beispiel Daten, Zahlen oder Lichter. Tiger, das ist doch wirklich sehr spannend. Oder was meinst du? Können Katzen eigentlich auch Dänisch? Katzen können nicht nur Dänisch, sondern auch viele andere Sprachen. Sie können die Sprache der Menschen lernen, indem sie auf die Wörter, die Betonung, die Gestik oder die Mimik achten. Sie können auch die Sprache der anderen Katzen lernen, indem sie auf die Laute, die Körpersprache, die Duftmarken oder die Reviergrenzen achten. Sie können auch die Sprache der anderen Tiere lernen, indem sie auf die Geräusche, die Bewegungen, die Spuren oder die Verhaltensweise achten. Katzen sind sehr klug und anpassungsfähig. Sie können sich in jeder Umgebung zurechtfinden. Ich mache mir gerade Gedanken darüber, ob mich mein Mensch denn verstehen kann, da ich ja in Dänemark geboren bin, er aber in Deutschland. Mach dir darüber keine Gedanken, Tiger. Dein Mensch kann dich verstehen, weil er dich liebt und dich gut kennt. Er kann deine Sprache lernen, indem er auf deine Töne, deine Gesten, deine Signale oder deine Bedürfnisse achtet. Er kann auch deine Persönlichkeit lernen, indem er auf deine Vorlieben, deine Abneigungen, deine Gewohnheiten oder deine Launen achtet. Er kann auch deine Emotionen lernen, indem er auf deine Freude, deine Angst, deine Wut oder deine Traurigkeit achtet. Dein Mensch ist sehr aufmerksam und einfühlsam. Er kann sich in dich richtig hineinversetzen. Wir sind also beide sehr kommunikativ, aber auf unterschiedliche Weise. Wir haben verschiedene Sprachen und Zeichen.
verschiedene Informationen und Ideen, verschiedene Gefühle und Absichten. Wir haben aber auch viel gemeinsam, wie zum Beispiel unsere Neugier, unser Lernwille, unser Anpassungsvermögen, unser Humor und unsere Freundschaft. Wir sind also gute Freunde, die miteinander kommunizieren können und sich respektieren. Wir haben wieder für euch ein Bild erstellt. Schaut einfach, ob es euch gefällt. Das ist unser Bild. Wir hoffen, dass ihr es auch mögt. Wenn ihr uns eure Meinung dazu sagen wollt oder wenn ihr uns Fragen zu der Kommunikation oder zu Katzen oder zu KI stellen wollt, dann schreibt uns einfach eine Nachricht oder einen Kommentar. Wir freuen uns immer, von euch zu hören. Das war's für heute. Wir bedanken uns für eure Aufmerksamkeit und wünschen euch einen kommunikativen Tag. Wir sehen uns morgen wieder bei KAI Katzenintelligenz versus KI Künstliche Intelligenz. Bis dann. Kira und Igor.